Tabak haben wir gar nicht mehr. Wie steht's eigentlich bei euch? Es mangelt an Alkohol. Ein Brand wütet in eurer Niederlassung. Da hätte ich vielleicht mal... Baue ich mal lieber noch eine. So. Hier brauche ich auf jeden Fall noch eine Hochschule für später. Sehr gut. Wie sieht das da oben? Wie kriegt die Bevölkerung hier? Kann ich... da muss ich mir das einfallen lassen. Vielleicht kann ich die... Die stört mich jetzt gerade tatsächlich. Oh, die ist echt gut platziert, die Kirche. Ich könnte alles kriegen. Ja, sogar ein bisschen Überschneidung dabei. So. Ich hätte gern Steinstraßen. Es mangelt an Alkohol. Da hinten wird noch ein Arzt gebraucht. Eigentlich mehr als einer. Eine Feuerwehr eigentlich auch noch. So, hier brauchen wir auch noch einen. Noch ein Medikus, wenn es geht. Es mangelt an Alkohol. Übrigens ein schöner Film, der Medikus. Solltet ihr euch wirklich... Es fehlt an Tabakwaren. Solltet ihr euch mal anschauen. Daran darf ich hier nicht sparen. Der Arzt ist wichtig. Eine Feuersbrunst wütet in eurer Stadt. Tabakwaren gehen zur Neige. Wieder mal ein bisschen Geld verloren. Ich armer, weh mir. Der Alkohol geht zur Neige. Na, hier geht's noch. Nahrung wird hier langsam kritisch. Ja, schön. Ausgerechnet meine Alkoholinsel. Sollte immer, wenn ich merke, wenn eine Dürre, wenn es heißt, eine Dürre kommt, sollte ich noch ein paar Farmen extra errichten. Tabakwaren gehen zur Neige. Wächst ja eigentlich auch. Tabak wächst ja auch. Richtig. Sollte ich mehr anbauen.
Nicht nur Alkohol, sondern auch Tabak ist heiß begehrt. So, mit dem Stein kann ich dann... Ich hatte eigentlich echt vergessen, dass ich hier oben auch Tabak anbaue. Hier auch Tabak anbaue. Ne, hier nicht. Moment, wo habe ich das gerade errichtet? Ach, auf der Insel. Oh, das war ja meine Insel für hier. Da bringt es natürlich weniger, dass ich das mache. Ich brauche mehr Nahrung. Bei der Gelegenheit, ach, was soll's, erstmal nicht. Könnte ich lieber hier eine Produktion anfangen? Jetzt müssen wir erstmal die alle hochkriegen. Hinten kann ich ja noch getrost einiges an Getreide produzieren. Ich glaube, ich sollte wirklich langsam damit anfangen, denn die Nahrung steigt nicht unbedingt. Habe ich so viel Holz? Ich kann es euch nicht erklären. Aber es ist schon weniger geworden. Okay. Nee, das nicht. Nein, was soll denn das? So. Auf der anderen Seite gönnen wir uns auch noch ein bisschen. Oh, mein Hamster ist erwacht. Vielleicht aber auch nur teilweise. Reicht genau. Und klappt's auch mit den Nachbarn? Eure Nahrungsvorräte gehen zur Neige. Ankerlichten. Genau, dafür habe ich den Pinsel hier. Ei, ei, Captain. Damit hier immer genug Nahrung da sind. Da ist, wenn mal Not am Mann ist. Hier schnell mal 250 Tonnen dazu geschustert. Oh, wenn ich die ganze Versorgung hier umleite. Da ist noch einiges möglich. Das wird dann Spaß, das alles abzureißen wieder. So. Ich wollte eigentlich hier noch eine
die Schule ein bisschen rausbauen. Da oben haben wir dann das Problem mit der Schule. Ja, die ist ja dann weg. Dann wird hier noch ein bisschen was fehlen. Ja, mit die Kirche. Okay, die Schule kriegt das. Kriegt das. Doch, das müsste hinhauen. Da kann ich die wegreißen. Könnt ihr euch weiter ausbauen? Schon 2500. Wohlgemerkt, ich bin noch auf Bürgerstatus. Aber ich komme mit der Nahrung gerade nicht mehr klar. Okay, hier unten kann ich ja dann immer noch was. Hier ist ja immer noch etliches an Platz für noch mehr Leute. Ich habe gerade mal ein Viertel zusammen. Das macht mir Sorgen. Es ist wirklich ein hartes Stück Arbeit. Wer hätte gedacht, dass eine Chefposition so schwer sein kann? Warum ging das gerade nicht? Hä? Also wenn ich mir anschaue, ich habe doch eigentlich alles in Hülle und Fülle hier. Kann ich eigentlich noch eine Mühle mehr bauen, glaube ich. Ja, das macht mir dezent Sorgen. Warum war ich jetzt hier nicht mehr so schnell? Ihr habt euren Einwohnern die Baumaterialien entzogen. Oh, deshalb baut sich hier keiner aus. Ich habe mich schon gewundert. Ein paar Tonnen Nahrung schaden nicht. Ich muss mehr Steine runterholen. Denn die fehlen mir gerade ein bisschen. So, wie steht es denn eigentlich mit unserem Kanonen? Haben wir gerade sehr wenige. Setzt neuen Kurs! Setzt neuen Kurs! Das Ding ist wirklich voll beladen bis oben hin. So. Ich wollte mal Kanonen. Ich glaube, jetzt fehlt es an Kanonen tatsächlich. Die kann ich aber jetzt auch holen, die habe ich ja jetzt bestimmt wieder hier in Massen gesammelt. 257 Tonnen, ja. Oh, ein bisschen Platz haben wir hier noch, so rundherum bauen.
Aber ich weiß auch nicht. Bürgern schaffen es vielleicht doch nicht so. Ich muss mal gucken, wie viel das denn letzten Endes werden. Bürger sind 15. Ziehen dazu. Im Grunde müssen wir, wenn wir die Bürger haben, kann man sie mal 2,5 nehmen. Dann weiß man, wie viele Aristokraten wir rauskriegen. Es werden nicht genug sein. Also wir haben nicht genug Häuser auf jeden Fall. Das treue Volk will euch ein Denkmal setzen. Aber ehrlich gesagt, Zufriedenheit am Arsch. So. Sammeln wir etwa Mehl? Wenn wir anfangen, Mehl zu sammeln, ist es Zeit, eine Bäckerei dazu zu bauen. Leute. Eure Stadt hat eine Größe von 3000 Einwohnern erreicht. Mehr Stein. Viel mehr Steine. Ja, wir haben ungefähr 2000 Leute in den umliegenden Dingern hier. Es nervt mich, wenn man damit mal aus Versehen was anderes anklickt. Die Bevölkerung wächst. Nahrung scheint gerade zu steigen, tatsächlich. Zumindest nach meiner laienhaften Diagnose. Anker lichten! So, nee. Haben wir Alkohol jetzt eigentlich im Griff? Alkohol ja, Tabak nein, Nahrung auch nein. Aber die Leute bauen sich wenigstens aus, das ist schon mal gut. Wir haben fast alle auf dem Bürgerstatus. Das wären ungefähr 5000 Aristokraten. Das haben wir eine Bevölkerung von 6000 damit. Das ist aber nicht genug. Das ist bei weitem nicht genug. Ja, warte mal. Wenn 5000 Aristokraten, das wären dann... Ja, 3000 mehr. Ja, okay. 6000 sind zu wenig. Oh, da fehlt ein Wirtshaus.
Na komm, mach irgendwas kaputt. Hm, okay. Das Problem hatte ich immer bei Anno 17 und 1. Ich hatte immer Pech mit diesen bescheuerten... da gibt's Katastrophen. Ein Sturm. Ein so ein verdammter Sturm hat mal... hat einfach mal so meine ganze Insel zerlegt. Wie gesagt, ich mache das wirklich nur für die Bevölkerung. Das ist voll die Geldverschwendung. Die kosten 2, 4, 6, 8. Das sind 160 Taler immer, die ich einfach so für nichts rausschmeiß tatsächlich. Einfach nur die Bevölkerung dazu kriege. Wie spät haben wir es denn? Ach du meine Fresse, ist schon fast um 3. So. Oh. Es fehlt ein Werkzeug. Ja, Werkzeug ist gerade auch so eine Sache. Ja, ein Werkzeug eigentlich primär. Vor allem, wenn ich so viel baue. Weil die Minen haben gerade echt viel gebraucht. Setz die Vorsäge! Auch viel Holz. Wie viel kosten die? Da 15 Werkzeug und 30. Holz, und das ist viel. Du darfst wieder. Vor den Kanonentürmen haben sie Schiss. Sollst du nicht hier runter? Ja, das wären ungefähr 6000. Ich habe bei Weitem die Wirkung von diesen Türmen, also die Bevölkerungswirkung von diesen Türmen unterschätzt, wenn ich ehrlich bin. Naja, 200 kriegen wir vielleicht noch zusammen. Zusätzlich, aber das sind immer noch nicht annähernd genug. So, zurück zu dem hier. Es ist sehr kräftig. Es ist wirklich sehr, sehr kräftezehrend hier. Ich kann es nicht anders sagen. Ich kann euch auch nicht versprechen, dass ich das jetzt in dieser Aufnahme hinkriege. Ich werde es natürlich versuchen. Aber es ist halt mega anstrengend. Also es ist wirklich mit Abstand die anstrengendste Mission und ehrlich gesagt auch die forderndste, die ich bisher hatte. Ich weiß nicht, ob es noch eine schlimmere gibt oder... Ehrlich gesagt, ich gebe mich auch in normalen Spielen mit viel weniger einfach schon zufrieden. Und ich glaube, das ist das... Ich suche gar nicht die Herausforderungen im Spiel. Ich bin mit
wenn man weniger zufrieden ist, braucht man auch weniger Herausforderungen tatsächlich. Ist halt so. Also, habt ihr das schon mal gehört von dem, was war denn das, den Gelehrten, der gefragt wurde, warum er sich, es mangelt an Schmuck. Warum er sich mit Linsen zufrieden gibt, wenn er doch so viel Besseres haben könnte, wenn er nur dem König schmeichelt. Darauf hat er geantwortet, wenn du dich mit Linsen zufrieden geben würdest, dann bräuchtest du dem König nicht schmeicheln. Verdammt, hier fehlt Stein. Das hat er dann auch gesagt. Wirklich. Hat er wirklich gesagt. Glaubt mir. Glaubt mir. Eure Nahrungsvorräte gehen zur Neige. Das hat er nicht gesagt, aber... Ja, komm. Ankerlichten, Ankerlichten. Bring die Nahrung später rein. Hol Nahrung. Ankerlichten. So. Sollte reichen für den Rest. Macht es nicht, dass ich das Tabakwaren-Ding nicht gleich gebaut habe. Der Regen. Wo? Naja, da habe ich gerade eh nicht so einen Engpass. Nahrung ist schlecht. So. Und trotz allem müssen wir wachsen. Expansion ist einfach wichtig für den Sieg in der Mission. Das Ding brauche ich jetzt auch nicht mehr unbedingt. Damit kann ich die Bevölkerung auch ein klein bisschen pushen. Kommt in die Pushen. Lasst euch pushen. So, hier drin kann ich eigentlich... Ich überleg grad. Na. Oh, perfekt. So. Haben wir die auch? Dann machen wir gleich mal die Hochschule. Drei Leute wohnen in diesem Wirtshaus anscheinend. Dürft ihr euch gerne ausbauen. Ganze 2000 Bürger schon. Wie viel wohnten in so einer Getreidefarm eigentlich? Drei Leute.